Was zum Geier ist eigentlich die Resident Evil 7 Grotesque Version? Während meiner Recherche zur Resident Evil 7 Retrospektive, welche ihr übrigens ab sofort auf unserem Kanal findet, Werbung Ende, habe ich mir ohne Ende Making-of-Material reingezogen und war etwas irritiert, als ich das hier sah. Grotesque Version? Resi 7 ist mein absolutes Lieblings-Resi und ich habe original noch nie irgendetwas von dieser Version des Spiels gehört. Und so stürzte ich mich in den Kaninchenbau, um nicht nur mich, sondern auch euch zu erleuchten. Es gibt insgesamt 3 Versionen von Resident Evil 7 Biohazard. Zunächst wäre da die normale Version bzw. die westliche Version, die ihr und ich wahrscheinlich gezockt haben werdet. Hier geht's richtig zur Sache. Hier werden Körperteile abgetrennt, zum Platzen gebracht, es spritzt literweise Blut und auch rein von der Bildsprache her ist das Game nix für schwache Nerven. Oh mein Gott, ich schätze, das ist er. Die japanische Version hingegen ist etwas entschärft. Hier gibt es weder Enthauptungen noch übertrieben brutale Szenen. In dieser Szene beispielsweise finden wir nicht den Kopf des Deputies im Kühlschrank, der uns darauf hinweist, dass wir wieder in den Zerlegungsraum müssen, sondern lediglich ein Foto, auf dem das Gesicht des Deputies durchgestrichen ist. Aber warum ist das so? In Japan ist es schwierig, Spiele auf den Markt zu bringen, die nicht den Richtlinien der Computer Entertainment Rating Organization, kurz CERO, entsprechen. Die CERO Richtlinien sind vergleichbar mit der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, aka der USK hierzulande. Es gibt die Einstufung CERO A bis D, was die Altersspanne 0 bis 17 Jahre umfasst, sowie CERO Z, was einer Altersfreigabe ab 18 Jahren entspricht. Videospiele, die mit CERO Z gekennzeichnet sind, müssen in Geschäften separat von anderer Software aufbewahrt werden. Die japanische Standardversion von Resi 7 entspricht dem CERO D-Rating und ist, wie eben erwähnt, sehr stark zensiert. Um denen entgegenzuwirken, gibt es in Japan die Grotesque-Version, die das Gore-O-Meter nochmal ordentlich hochkurbelt. Die Grotesque-Version ist vom Brutalitätsgrad zwar deutlich näher an der westlichen Version, also unsere Version des Spiels. Es gibt aber dennoch einige Einschränkungen. Zum Beispiel wird teilweise auf das Abtrennen von Körperteilen verzichtet, Wunden werden weniger realistisch bzw. weniger fleischig und blutig dargestellt und das Blut selbst sieht oft eher nach schwarzer Farbe statt nach richtigem Blut aus. Wenn ihr euch alle Versionen im Vergleich reinziehen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung nach, dort verlinke ich euch ein Video von Gikator 2012. Dort seht ihr alle betroffenen zensierten Szenen, sogar die der DLCs im direkten Vergleich. Um es also kurz zu machen, auch wenn die Grotesque-Version härter als die japanische Standardversion ist, ist sie nicht grotesker als die westliche Standard-Edition. Klar, soweit. Auf unseren Boxen müsste also eigentlich The Grotesque Version stehen. Trotzdem muss ich mir irgendwie die Grotesque-Version besorgen. Das rote Cover ist schon echt der Hammer. Naja, egal. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.